Die von Ihnen nicht besonders geliebten Medien haben Ihnen, Herr Professor Chagow, immer wieder die tollsten Etiketten angeheftet. Cassandra der 80er Jahre, Apokalyptiker, schwarzer Humorist, Diogenes der Naturwissenschaft. Wer oder was sind Sie wirklich? Erwin Chagow, ein Professor, Emeritus Professor der Columbia Universität, Dr. Phil von Wien in Chemie, und habe eigentlich den Hauptteil meines nicht kurzen Lebens mit Biochemie befasst, so dass ich auf Cassandra habe ich nicht studiert. In einer Beziehung ist eigentlich jeder Mensch, der den Finger hebt und vielleicht um etwas nachdenken bittet, eine Cassandra, denn bekanntlich haben ja die Götter der Cassandra zwei Eigenschaften verliehen. Einerseits die Zukunft vorauszusehen und zweitens keinen Glauben zu finden. Das ist wahrscheinlich das Schicksal aller Warner gewesen, von Jeremias und Ezechiel an bis zur Gegenwart, dass sie eigentlich nur von ihrer Zukunft gehört werden können, also immer zu spät. Es gibt, glaube ich, wenig Fälle in der Geschichte. Also ich will nicht in den Fehler des Ex-Präsidenten Nixon verfallen, der einmal erklärt hat, die Mondlandung sei die größte Woche in der Geschichte der Welt gewesen. Worauf ich unter anderem auch gefragt habe, ob der Präsident Nixon wirklich alle Wochen der Weltgeschichte durchgeschaut hat, um zu wissen, ob es nicht doch noch eine größere Woche gegeben hat. Also ich will nicht in diesen Fehler verfallen. Und will also nicht sagen, dass es nie einen erfolgreichen Warner gegeben hat, aber sie dürften sehr selten gewesen sein. Wie hält man das aus, dieses Gefühl, erst in der Zukunft gehört zu werden? Nun, man hält es eigentlich ganz gut aus. Ich glaube nicht, dass man etwas anderes erwarten kann. Das meiste, was Menschen tun, ist ja eigentlich getan, um das englische Wort zu verwenden, to stay on the record. Das heißt, registriert worden zu sein als jemand, der das und das gesagt oder gedacht hat. Ich glaube nicht, dass die großen Philosophen sich irgendwelche Ideen darüber gemacht haben, dass ihre Philosophie sofort ein Bombenerfolg sein würde und ein Bestseller. Ich bin überzeugt, die Kritik der praktischen Vernunft und reine Vernunft waren keine Bestsellers. Und Schopenhauer hat ja eigentlich aus seinem zurückgezogenen Pessimismus eigentlich ein Kleingewerbe gemacht und wäre höchst erstaunt gewesen, wenn er großen Erfolg gehabt hätte. Er hat deshalb auch streng Buch geführt über seine Anhänger und hat auch mit denen sich in Korrespondenz eingelassen, aber sicherlich sehr dankbar, aber durchgedrungen ist er nicht. Und ich glaube, es gibt wirklich wenig Fälle von Utopisten, sagen wir, das ist ja eine andere Klasse, aber hat ja etwas gemeinsam. Von Utopisten, die gehofft haben, das Herankommen ihrer Utopien jemals erleben zu können. Das ist immer in eine ferne Zukunft versetzt. Und so sind, denke ich, die Warnungen, die man ausspricht, mehr dazu da, um es gesagt zu haben, um da zu sein, da gewesen zu sein und es gesagt zu haben. Sie sind 1905 in Czernowitz geboren, das damals noch eine österreichische Provinzhauptstadt war. Sie haben in Wien studiert, sind schon früh nach Paris gegangen, Ich bin zuerst nach Amerika gegangen, dann nach Paris. Ich habe promoviert im Jahre 28 in Wien, wie ich schon gesagt, in der Chemie, und habe dann durch einen Zufall oder vielleicht sogar einen Glücksfall eine Fellowship an der Yale University in Amerika in New Haven bekommen und bin schon im Ende September 28 auf dem Schiff gewesen, auf dem Leviathan, einem riesigen alten ex-deutschen Schiff, und bin dann zwei Jahre in Amerika gewesen. Das hat aber nichts mit Emigration hat zu nichts tun. Mit, nein, 28, ich weiß nicht, wie geläufig mir der Name Adolf Hitler gewesen ist im Jahr 28. Ich meine, ich habe ihn gehört gehabt, aber mehr von dem seinerzeitigen Putschversuch gewusst als von dem Heraufkommen der Nazis. 28 waren noch nicht sehr viel. 30, wie wir zurückgekommen sind aus Amerika, da war schon sehr viel zu sehen. Also ich bin 28 bis 30 an der Yale-Universität in New Haven gewesen. Da habe ich eigentlich
meine Biochemie gelernt. Denn ich bin ja als Chemiker ausgebildet und damals war noch eine ziemliche Kluft zwischen Chemie und Biochemie. Das hat sich unterdessen recht verwischt. Und diese zwei Jahre an der Yale University, die ja eine der besten Universitäten Amerikas ist, haben es mir ermöglicht, mich da hineinzuarbeiten in die Chemie der Tuberkelbakterien und anderer pathogenen Organismen. Ich habe überhaupt da erst wirklich ein bisschen Bakteriologie betrieben auch und ein Mikroskop zu handhaben gelernt und alle Sachen, die ein normaler Chemiker nicht tut. Und 30 war ich, da habe ich mich dann schon als Biochemiker gefühlt, wollte aber nicht in Amerika bleiben. Es hat mir eigentlich schlecht gefallen, das Leben und die Lebensbedingungen, obwohl die Leute an den Universitäten sehr angenehm, hilfsbereit und sehr freundlich waren, wollten wir nach Europa zurück. Ich hatte unterdessen geheiratet und im Jahr 30, wie gesagt, bin ich zuerst nach Wien zurückgegangen und dann sofort nach Berlin, denn um die Zeit war ein riesiger Unterschied in den Anstellungsmöglichkeiten zwischen der Weimarer Republik, also zwischen Berlin und Wien. Wien hat sich eigentlich nicht erholt gehabt, die Universitäten haben gedarbt, dagegen waren die Universitäten in Deutschland, besonders Berlin, und auch die Kaiser-Wilhelms-Institute, die noch eine große Rolle gespielt haben, wunderbar entwickelt. Sie haben Österreicher gerne genommen, wir sind gut ausgekommen. Ich habe mich besonders glücklich gefühlt in Berlin. Ich habe in meinem Buch Das Feuer des Heraklit, das ich viel später geschrieben habe, auch geschrieben, dass das meine glücklichste Zeit war. Das waren eigentlich die einzigen glücklichen Jahre meiner Laufbahn. Das war 30 bis 34, bis 33 in Berlin. Im Jahr 33, ich war anwesend anlässlich der Fackelzüge und des Triumphgeschreis des 30. Januar 1933 und bin aber schon im April mit meinem österreichischen Pass, ich war ja nicht unter irgendwelchen Beschränkungen, nach Paris gefahren, wo ich durch einen sehr glücklichen Zufall eine Stelle angeboten bekommen hatte, während ich noch in Deutschland war, am Institut Pasteur. Und war dann fast zwei Jahre in Paris und habe über Bakterien gearbeitet, die Chemie pathogener Bakterien, und bin dann Ende 34 wieder nach Amerika zurückgegangen. Ich bin also eigentlich kein Immigrant im normalen Sinne gewesen, denn ich bin immer zuvor gekommen, der Ganze. Ich bin immer früher abgefahren, als man musste oder sollte. Und seit 34 trete ich den Boden Amerikas. Das klingt nun alles nach einer ganz normalen wissenschaftlichen Karriere. Das war es aber eigentlich nicht, denn Sie waren kein normaler Wissenschaftler. Nein, Sie kamen mit einem ganz anderen Rüstzeug dort an. Ihr Lehrer, Ihr eigentlich einziger Lehrer, haben Sie mal gesagt und auch geschrieben, war Karl Kraus. Kraus war kein Naturwissenschaftler, sondern ein Schriftsteller. Nun, erstens einmal, ja, das ist vollkommen wahr. Nun habe ich schon sehr früh beschlossen gehabt, dass man eigentlich nicht danach streben muss, das, was man gerne hat, auch beruflich auszuüben. Ich bin der geborene Amateur. Ich bin auch ein Amateur der Wissenschaft gewesen, der Naturwissenschaft nicht. Ich liebe Amateure, nicht Dilettanten. Es ist ein gewisser Unterschied. Ein Amateur tut etwas aus Liebe. Ein Dilettant tut etwas, was er nicht sehr gut macht. Also, obwohl das in Synonymenwörterbüchern fast gleich bewertet wird, ist ein Unterschied. Und ich bin, glaube ich, zwar nicht ein allgemeiner Dilettant, aber ich bin ein allgemeiner Amateur gewesen und habe immer gerne alles Mögliche dazu getan. Ich habe Sprachen gelernt, während ich Chemie studiert habe. Ich habe viel geschrieben, ohne es auch nur publizieren zu wollen, und habe mein ganzes Leben lang so versucht zu voltigieren am Rande der zwei Kulturen, also wie der Lord Snow da von den Two Cultures geschrieben hat. Ich habe das nie sehr gescheit gefunden, denn es ist ja nicht wahr, es gibt eigentlich nur eine Kultur, aber diese Kultur hat sich in unserer Zeit gespalten, dank oder wegen des Professionalismus, der eingebrochen ist. Wie ich angefangen habe, hat es den Begriff des Fachmanns eigentlich nur als etwas Lächerliches gegeben. Schon im Sinne von Fachidiot? Ja,
Michnilichnowski, eine leider völlig vergessene, ausgezeichnete deutsche Schriftstellerin, die Fürstin Lichnowski, hat einmal ein kleines Buch geschrieben, Der Kampf mit dem Fachmann. Ich weiß nicht, ob es neu aufgelegt worden ist, leider nicht. Seit dem Krieg. Also ich habe noch die Originalausgabe zu Hause, glaube ich. Und Der Kampf mit dem Fachmann hat mich schon damals sehr beeindruckt, da war ich noch auf der Universität, nämlich die Erkenntnis, dass eben vom Fachmann zum Fachidioten ist nur ein kleiner Sprung, leider Gottes. Und der wird sehr oft gemacht. Und wir leben jetzt im Zeitalter der Fachmännlichkeit sozusagen, der Fachlichkeit. Was bewirkt, dass die Menschen aufgehört haben, überhaupt miteinander reden zu können? Denn miteinander reden können entweder die Fachleute auf demselben Gebiet, die sprechen dann meistens in Form von Akronymen, von Abkürzungen, die werfen einander Slogans an den Kopf und wissen schon sofort, was gemeint ist. Das ist eine Geheimsprache, das ist ein Gaunerzinken sozusagen, der Fachjargon. Und sonst kann man nur als Laie miteinander, können nur Laien miteinander reden. Es ist, ich bin ein Verehrer der französischen Literatur, möchte aber sehr ungern darüber diskutieren mit einem Professor für französische Literatur, wissen Sie, weil der mir Sachen erzählt, die mich absolut nicht interessieren. Und ich kann ihm wieder auch nicht klar machen, was mir daran gefällt. Nun ist das bei dem Professor für französische Literatur vielleicht nicht so gefährlich, das Fachidiotentum. Gefährlich wird es in der Naturwissenschaft. Ja, da ist es auch heraufgekommen. Und Sie sind ja Naturwissenschaftler. Ja. Aber Sie sagen, aber Sie waren nie ein Hundertprozentiger. Ja, außerdem komme ich eben aus der Zeit, wissen Sie, die große Zäsur in der Entwicklung der Naturwissenschaften unserer Tage war der Zweite Weltkrieg. Und ich würde sagen, bis zum Jahre 1938, natürlich musste man ein Fachmann sein und auf Gebieten der angewandten Naturwissenschaften war es auch lebensnotwendig. Ein Chirurg musste sicherlich schon damals wissen, wie man eine Operation macht und so weiter, aber ein Fachchirurg. Aber er hat sogar meine Kollegen, die Kollegen meines Alters, die etwas älter sind und jetzt schon tot, waren immer vielfältig interessierte Menschen. Sie haben nicht notwendig Literatur gemacht, aber ich kenne welche, die sehr schön gemalt haben zum Beispiel. Ich kenne wunderbare Musiker unter ihnen oder habe gekannt. So, es war damals nicht so eklatant, wie es im Zweiten Weltkrieg geworden ist. Und aber, ich würde sagen, ja.